Liebe Mütter und Väter, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, um im Fitnessjargon zu bleiben, wenn ich nach 6 Jahren Ausbildung im Diakonat meinen Bauch so anschaue, dann ist der eher Sixpack als Sixpack. Das liegt wohl auch an meinen Ausbildern, der heute übrigens auch da ist, der Erik Thuet, das freut mich sehr, Dankeschön. Weil wir natürlich nicht uns im Muskeltraining geübt haben, sondern, und dafür bin ich unheimlich dankbar, im Beziehungstraining. Zu unserem Dreieinen, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und geübt haben wir uns alle darin, alles zu lieben. Alles, wirklich alles, auch das, was uns Angst macht, und das finde ich am schwersten. Und so lade ich euch zu einer Reise ein. Die Bilder, die uns der Evangelist Markus im heutigen Evangelium lebendig macht, zu einer Übungseinheit in der Liebe Gottes zu machen. Folgende Szene. Enge Gasse in einer Siedlung in Galiläa, in einem Haus, viele Menschen, vermutlich 20, 30, viel mehr werden es nicht sein, in einem engen Haus und in engen Gassen, die waren nicht so groß, die Häuser. Da sind neugierige Menschen, Menschen, die Christus nachfolgen, seine Familie draußen, die Pharisäer, Sadduzäer, Gastgeber natürlich, Freunde wie Gegner Jesu. Er hat unheimlich Aufsehen erregt und das hat ihr seiner Familie nicht gepasst. Sie hätten ihn lieber zu Hause gesehen, als Zimmermann im elterlichen Betrieb mit Anpacker, anstatt mit den Kumpels durch Galiläa ziehen. So versuche ich mir das vorzustellen als Eltern, die auch ihre Kinder loslassen jetzt. Unsere Kinder sind ja schon groß und ausgezogen und gehen ihre eigenen Wege, manchmal vielleicht nicht ganz die, die wir uns wünschen. Und dann sind da noch die Schriftgelehrten, die teilweise zumindest das Establishment aus Jerusalem repräsentiert und nach dem Rechten schauen wollen und Jesus auch angreifen und kritisieren. Ja, es gab auch einzelne Anhänger von Jesu, aber sie sind dort, um anzuklagen und ihre wahre Lehre durchzusetzen. Notfalls wollen sie ihn sogar beiseite schaffen. Jesus war für viele ein Star, ein echter Influencer und er war gleichzeitig Stein des Anstoßes. Der Familie peinlich, dem Mächtige und Schriftgelehrte gefährlich und ein Dorn im Auge. Kommt Ihnen das bekannt vor? Manchmal denke ich, was haben wir eigentlich gelernt in 2000 Jahren? Was, wenn Jesus, wie in der Rockoper Jesus Christ Superstar, jetzt auf der Erde wäre? Ob er mehr Erfolg hätte mit YouTube und Instagram? Mehr Menschen erreichen würde? Es bleibt Spekulation. Jetzt ist entscheidend, was wir glauben. Jesus ist da, hier und jetzt. Er ist gegenwärtig im Wort und in der Eucharistie. Die neuen Medien können allefalls ein Hilfswerkzeug sein. Anfeindungen verbreiten sie auch. Jesus möchte, dass wir zu ihm in Beziehung treten. So wie er selbst erfahren hat in der Beziehung zu seinem Vater und es erkannt hat und auch gelehrt. Es geht um Beziehung in Liebe. Zuallererst zu ihm und durch ihn zum Vater und letztlich dadurch zu uns selbst. Ihn zu suchen im heiligen Tempel unseres Lebens, unseres Leibes, wie Paulus an einer anderen Stelle das bezeichnet, in der Stille
in der Anbetung, im Gebet, im Evangelium, in der Eucharistie. Höre, was ist sein Wille? Praktisches Training, das ist praktisches Training. Und dann will dieses Training natürlich auch in die Praxis gehen, nach draußen, in die Mission. Mission heißt Sendung. Tätig werde im Alltag, in der Diakonie, in der Dienerschaft Christi, im Angesicht der Begegnung mit unseren Nächsten. So wie viele von euch das schon tun, bei Krankenbesuchen, bei Geburtstagsbesuchen, im Flüchtlingsheim. Ihr lasst euch ein auf die Menschen und lasst sie nahe an euch heran, wie unsere Mütter, unsere Väter oder auch unsere Geschwister. Unsere Nächste zu lieben, wie die eigene Familie, das kann eine wundervolle und sehr, sehr schöne Erfahrung sein, wenn wir uns darauf einlassen. Ich bin nicht naiv, ich weiß, dass das manchmal auch wehtut. Sehr weh. Teilweise verursacht es unerträgliche Schmerzen und Ängste. Darin ist uns Jesus vorausgegangen. Und in dieser Gewissheit können wir an seinen Auferweckungsglaube, den er selbst praktiziert hat, er ist selbst auferweckt worden, leiblich. Dadurch befreit er uns und das ist unsere Hoffnung. Sünde heißt, dass wir uns ja von Gott abwendet, so wie es der Adam und die Eva für sich entschieden haben, erstmal. Und danach aus Scham sich versteckt haben, ob der Grenzüberschreitung. Ein Mechanismus, den wir kennen, mindestens aus unserer Kindheit, wenn wir was angestellt haben, haben uns auch versteckt, vielleicht vor den Eltern oder den Geschwistern. Beziehung braucht Kommunikation. Wir Christen tun das mit Jesus, mit Gott, mit Vater, mit dem Heiligen Geist im Beten. Und das haben wir ständig zu üben. Das tun wir hier und zu Hause. Wir dürfen uns dem Heiligen Geist öffnen, so wie Maria uns darin Vorbild ist, und empfängnisbereit sein für den Heiligen Geist, der uns dafür gesendet ist. Und dann sind wir gestärkt. Dann bringt es uns auch Sprachfähigkeit. So eine Sprachfähigkeit vielleicht nicht, wie es der Paulus konnte, aber wir können uns ihn zum Vorbild nehmen. Er sagt, auch wir glauben und darum reden wir. Es ist schon eine Selbstverständlichkeit, über den Glauben zu reden. Das ist sicher keine leichte Angelegenheit derzeit, zu sagen, ich bin Christ, vielleicht sogar katholischer Christ. Wie tröstlich, dass der Paulus da im Gegensatz zu uns das gemacht hat, wo wir, wenn wir es tun, nicht in Lebensgefahr sind wie er. Selbst in der Not und in der Bedrängnis hat er, selbst im Gefängnis, über seinen Auferweckungsglauben gesprochen und ihn gelebt. Und wenn wir es ausprobieren, wenn wir rausgehen und von unseren Glaubenserfahrungen erzählen, dann können wir Menschen ganz genauso begeistern wie der Paulus. Auch jetzt, wo unsere Kirche immer mehr in Not und Bedrängnis gerät, wieder einmal, es ist nichts Neues. Und lasst uns da nicht einstimmen auf die Abgesänge innerhalb und außerhalb der Kirche. Am toten Punkt sind Menschen, nicht die Kirche Jesu Christi. Wir glauben an den Heiligen Geist, den Christus uns geschenkt hat, und an die Auferstehung des Leibes Christi und seiner Kirche. Paulus bezeichnet die Kirche ja auch als Leib Christi. Konzentrieren wir uns auf den Glaubenskern im Wort Gottes, in der Eucharistie. Was willst du, Herr, dass ich dir tue? In der Kommunion können wir diesen Wille verinnerlichen. Und dann bewirkt es Communio, Einheit. Und daraus erwächst Motivation, in Beziehung zu treten, um zu sagen, das hier sind meine Brüder und meine Schwestern.
Schwester Caro, Bruder Simon, Bruder Michael, Bruder John, Bruder Michael, Bruder Lukas, Bruder Philipp. Versuchen Sie es mal. Schauen Sie mal links und rechts. Trainieren Sie mit mir. Üben Sie mit mir. Wer sind Ihre Brüder und Schwestern? Sagen Sie, Bruder Andreas, Bruder Gennaro, Schwester Gabriele. Amen.